Es geht in die goldene Stadt an der Moldau. Freitagabend 20 Uhr ging es los. Um 7.45 Uhr stieg die Reiseleiterin zu. Das Wetter ließ sehr zu wünschen übrig. Es hat die ganze Nacht geregnet. Mit der Reiseleiterin machen wir eine kurze Stadtrundfahrt. Der Bus fährt jetzt zur Schächbrücke. Für Portmund heißt die Grüne Brücke. Dieser Teil der Stadt mache ich später zu Fuß. Vorbei am Hauptbahnhof. Der größere und modernere Teil befindet sich unterhalb der Erde. Die meisten gehen jetzt mit der Reiseleitung, aber ich war ja schon des Öfteren in Prag und deswegen setze ich mir immer so Schwerpunkte. Ich warte jetzt auf die Linie 15. Etwa 10 Stunden habe ich jetzt Zeit für rumzulaufen. Ich glaube, das ist der richtige. Straßenbahn und Busfahren ist in meinem Alter in Prag kostenlos. Als erstes fahre ich jetzt zum Observatorium. Prag ist schon eine große Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern. Vorbei an dieser sehr schönen gotischen Kirche. Hier in der Nähe der Haltestelle müsste auch die Haltestelle für die Seilbahn sein.
Genau, hier bin ich richtig. Die Seilbahn gehört zu den Verkehrsbetrieben, deswegen kostet die auch nichts. Aber die erste Fahrt geht erst ab 9 Uhr. Ich glaube, ich muss dann ein Stück zu Fuß gehen. Zumindest eine Haltestelle. Da sieht man schon die Prager Burg. Gibt es noch eine ganze Menge Streuobstwiesen. Das sieht zwar nicht so aus, aber hier geht ganz schön rauf. Irgendwie hat die zu oft ihr Fell gewaschen. Jetzt habe ich die nächste Station erreicht, jetzt hoffe ich, dass die Bahn mal füllt. Die eine kommt jetzt von unten und die andere von oben. Und die müssen sich irgendwo in der Mitte dann treffen. Die Standseilbahnen, die fahren im 10-Minuten-Takt. Nur 1999 wurde die Seilbahn erbaut. Ich glaube, der Zug hier ist neueren Datums. Wie man sieht, gibt es hier oben Richtung Observatorium einen wunderschönen Rosengarten. Ja, ich weiß, die Rose sehen ein bisschen mitgenommen aus. Das Gebäude steht hier seit 1928, das kann man auch besichtigen. Ab 10 Uhr, dafür bin ich ein bisschen früh.
Der Park wird der Park der Liebenden genannt. Da kommt auch gleich die dazugehörige Skulptur. Sehr schöne Klöster und Kapellen gibt es hier, fast an jeder Ecke. Da drin ist ein sehr interessantes Museum. Auf diesem Hochplateau hier in 380 Meter Höhe gibt es eine ganze Menge zu gucken. Da wollte ich rauf, der Aussichtsturm. Den Pariser Eiffelturm nachgebaut. 1881 wurde er errichtet zur Industrie-Weltausstellung. Mit der Besichtigung, das war gar nichts. Erstmal war der erst ab 10 Uhr geöffnet und dann konnte man nur in tschechischen Kronen bezahlen. Da hatte ich keine dabei. Euro nahmen die nicht. Und umtauschen wollten die auch nicht. Na dann eben nicht, da geht wieder. Und zwar zum Kloster von 1146. Hier oben ist ein Großteil der Stadtmauer noch erhalten. Früher konnte man in die Klosterkirche noch so reingehen. Heute finden da Konzerte drin statt. Interessant ist auch die zugehörige Bibliothek von 1248. Da gibt es eine philosophische Bibliothek und eine theologische. Eine wunderbare Aussicht auf die Stadt. Aber hinter mir stehen 10 Reihen. Da muss man sich richtig durchkämpfen, bis man mal hier in die erste Reihe kommt. Ich wollte eigentlich von hier aus zur deutschen Botschaft runter, aber da unten war gesperrt. Zur Prager Burg ich heute nicht, dann habe ich dann eine der anderen Videos. Rückseite vom Schwarzenberger Palais, die ist im italienischen Renaissance-Stil erbaut, vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Ja, man ist hier selten alleine. Thank you.
blaue Welt begann die deutsche Botschaft in Prag. Dann freuen wir uns auf den zweiten.